Teil 4. Das Finale. Nun, das war sicherlich einfacher als die Reise nach Monkey Island. Wo ist Toothwort denn jetzt schon wieder hin? Muss ich mich jetzt allein um die Hochzeit kümmern? Naja, immerhin habe ich noch 172 Goldstücke und eine magische Sodaflasche im Gepäck. Ist eine braune Flüssigkeit mit Kohlensäure drin. Sehr gut. Also, auf geht's. Huch, die Kirche ist in der anderen Richtung. Ja, so lange ist das schon her. huch! Hey! Warten Augenblick! Ich hab da etwas Tolles gegen Mundgeruch. Probier mal eine Dosis. Ich fände Minzgeschmack? Ja, dann mach ich alles nicht. Cool. Sehr gut, das scheint zu klappen. Also, wir... Oh, ein grimmiger Geist. Wir gehen jetzt schnell zur Kirche. Entschuldigen Sie, haben Sie eine Einladung zur Hochzeit? Ja, aber natürlich. Hier, kann ich sofort zeigen. Bitte sehr. Dürft ihr sie sehen, bitte? Ja, klar. Hier. Bitteschön. Sie ist in der Sodaflasche. Also, guten Appetit. Das Zeug ist fabelhaft. Pass auf, LeChuck. Es ist ein neuer Sheriff in der Stadt und... vielleicht gehe ich doch besser zur Kirche. Spare ich mir die Ansagen. Aber vorher gucke ich vielleicht noch bei der Voodoo Lady vorbei. Nein, ich muss in die Kirche. Ja, du hast recht. Es ist hier aber immer 10 Uhr. Eigentlich haben wir noch Zeit, denn... um 10 Uhr werden wir auch fertig. Ja, okay. Wir gehen jetzt schnell zur Kirche. Oh, und wir hören die Orgel schon spielen. Na, warte. Und wenn es einen Menschen gibt, der einen Grund nennen kann, warum diese zwei Wesen nicht in der Ehe vereint leben sollen, dann möge er jetzt reden oder für immer schweigen. Elaine! Hey, wer ist denn das? Du. Ich, bin gekommen, um die Gouverneurin Marley zu retten. Hinfort, LeChuck. Und was genau hast du vor? Ups. Gouverneurin! 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 Was geht hier vor? Oh, Guybrush, du Idiot! Ich bin beeindruckt, dass du mich retten wolltest, aber das war nicht nötig. Ich hatte alles unter Kontrolle. Dummerweise muss ich jetzt sofort meinen Trumpf ausspielen. Wie? Was? Aber... wer? Ich? Also... wie? Und... Sag mal, wenn du hier bist, wer steckt denn dann im Brautkleid? Was? Erschreck sie nicht! Sie haben eine Antigeist-Malzbierflasche. Oh, ich schnapp sie mir. Ja. hoppla. Netter Versuch, Guybrush. Nun muss ich Ihnen hinterher das Malzbier wieder beschaffen. Aber ich... hey. Du wagst es, hierher zu kommen und mir zu drohen. Ich kann deine Kühnheit nicht glauben. Und ich kann deine Dummheit nicht glauben. Ja? Ich kann deine Sturheit nicht glauben. Und ich kann ich kann deine Faulheit nicht glauben. Ja? Und ich kann deine Fremdheit nicht glauben. Und ich kann deine Frechheit nicht glauben. Ja? Und ich kann deine Schönheit nicht glauben. Und ich kann deine Grobheit nicht glauben. Ich werde deiner überdrüssig. Ich meine... also, nicht so voreilig, ich... Ah!
Nein, nicht meine Malzflasche, nein! Oha. Schön, Sie zu sehen. Wie geht's dem Chef? Wenn Sie an einem neuen interessiert sind, nehme ich Ihr altes gerne in Zahlung. Guten Tag, mein Herr. Wissen Sie, schon mit einem Blick sehe ich, Sie sind ein Mann von Welt. Jemand mit einem Blick für Qualität. Jemand, der ein gutes Angebot zu Oh. Hilfe. Schnell, steh mal auf. Also, LeChuck, wollen wir nicht noch lieber drüber reden? Hier vielleicht uns auf ein köstliches Malzbier treffen, um das Ganze aus der Welt zu schaffen? Was meinst du? Wiederholung. Hubschrauberkamera. Juhu, ein Feuerwerk. Yay. Hurra. Hey, huch, schleich dich nicht so an. Entschuldige. Ist schon okay. Weißt du, LeChuck war ein dummer, unfähiger, schalmiger, gruseliger Kerl, aber eine gute Seite hat er doch. So, was denn? Er gibt ein wunderbares Feuerwerk ab. Ja, ist es nicht romantisch? Kann ich dich auf ein Malzbier einladen? Sicher. Da ist noch welches bei Stans. Oh, ich hoffe, Stan ist in Ordnung. Oh, Blutsch. Ich wünschte, meine Crew könnte das sehen. Wisst ihr, irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass Guybrush was mit diesem Felsen zu tun hat, der unser Schiff traf. Ja. Sobald wir von dieser Insel runter sind, werden wir mal ein wenig mit Mr. Threepwood plaudern. Aber lass uns erstmal aus dieser Hütte rauskommen. Aber eines habe ich aus dieser Geschichte gelernt. Ja? Was denn? Zahl nie mehr als 50 Mark für ein Computerspiel. Ein was, Schatz? Ach, keine Ahnung, der Satz überkam mich einfach von diesem sadistischen Puppenspieler. The Secret of Monkey Island. Gaststar Spiffy als Hund in der Bar. Zusätzliches Design und noch mehr zusätzliches Design und Schwertkampfbeleidigungen und Hilfe in letzter Sekunde und zusätzliche Grafiken von ganz vielen tollen, netten Leuten. Die Disk 22 wurde von Janice Watt programmiert. Das ist schon mal sehr gut. Kugel- oder Topbomben sich im Büro gab's, ja. Und Schokoladenvorräte mussten regelmäßig aufgestockt werden, ganz wichtig. Jo. Ja, das war Monkey Island. Also wirklich der Klassiker der Point-and-Click-Adventure-Zeit. Ja, und auch nach den vielen, vielen Jahren, es ist und bleibt ein Meisterwerk. Oh, hier hat sich John Sinclair endlich ein 286er angeschafft. Boah, 286, die hatten ja bestimmt mindestens 8 Megahertz, glaube ich. Ich glaube, im Turbo-Modus sogar 20 Megahertz. Aber da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz so sicher.
bin, glaube ich, erst beim 386er eingestiegen. Vorher hatte ich noch meinen C64. Ja, Mensch. Und wir sehen, wir hatten ein paar Gaststars. Den Soundtrack gibt es übrigens weder auf LP noch CD noch sonst wo, aber im Internet kann man den ganz gut finden. Ein Buch gibt es aber nicht. Das war The Secret of Monkey Island. Eine Lucasfilm Games Produktion. Von 1990. Man kann es kaum glauben. Das ist jetzt fast 25 Jahre her. Das war's. Schalten Sie ruhig den Computer aus, denn damals zu DOS-Zeiten konnte man noch einfach so den Kippschalter betätigen. Ja, Leute, das war's. Wir haben den ersten Teil der grandiosen Saga durchgespielt. Es gibt noch einen zweiten Teil vom gleichen Macher, der gehört noch zum echten Monkey Island-Universum, alles was danach passierte. Monkey Island 3 war ja auch sehr genial, aber es ist nicht mehr aus der Feder von Ron Gilbert gewesen. Monkey Island 4, ja, kann man sehr geteilter Meinung sein, wenn man so tut, als wäre es kein Monkey Island und die Steuerung außen vor lässt, ist es ein ganz witziges Spiel, aber ja, es passt nicht so richtig in die Storyline und ja, über die Steuerung braucht man gar nicht reden. Ja, und dann gab es ja noch Tales of Monkey Island, noch gar nicht so alt. Ich denke, diese ganzen Spiele werden auch nach und nach hier noch erscheinen auf meinem Channel. Die werde ich alle noch spielen. Aber alles so nach und nach. Alleine an diesem hier habe ich ja schon jetzt, ja, hat ja schon ein paar Monate gedauert, bis wir jetzt hier durch sind. Bei den anderen wird es nicht anders sein. Also es wird alles nach und nach passieren. Aber ich finde, diese Spielerei ist es wert, sie auch mal im Ganzen zu betrachten. Und ja, das werde ich jetzt nach und nach tun. Ich danke euch sehr herzlich, dass ihr das jetzt hier bis zum Schluss durchgehalten habt und euch angesehen habt. Das waren ja wirklich jetzt von den Grafiken, das war ja schon mehr als Retro. Also ich muss auch sagen, diese alte CGA-Grafik, nee, EGA, Entschuldigung, CGA wäre noch furchtbarer gewesen. EGA-Grafik, das ist schon, ja, damals halt so gewesen. Damals war das State of the Art, aber gut. Ich finde es jedenfalls ganz spannend, sich das nochmal vor Augen zu führen, wie das alles so angefangen hat. Und deswegen habe ich sehr gerne auch diese Version nochmal Let's Played. Vielleicht mache ich irgendwann auch nochmal die Special Edition, aber das wird noch ja, eine ganze Weile dauern. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß, euch diesen Meilenstein mit mir nochmal anzuschauen und nochmal durchzugehen. Mir hat es Spaß gemacht, dieses Stimmenverstellen ist grandios, auch wenn jetzt meine Stimme schon wieder am Ende ist. Es ist ein tolles Spiel und mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, mir so zuzuhören, mir so als Typen, der da hier durch die Gegend schlawenzelt und hier ein bisschen was erzählt und da ein bisschen was, dann guckt doch vielleicht nochmal durch meinen Kanal. Vielleicht fällt euch noch ein anderes Projekt auf, was ihr spannend findet. Klickt das gerne mal an, würde mich sehr freuen. Ansonsten würde ich sagen, herzlichen Dank, dass ihr bis hierhin dabei wart und vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Monkey Island Spiel. Bis dahin, macht es gut. Ciao.